Offiziersbewerber, da hat man ja ein Jahr an der Front sein müssen, die sogenannte Frontbewährung. Und da war ich 43 draußen. Nicht? Und da habe ich aber vom Gesell noch nichts gegeben. Ich hab ihn nicht gekannt, aber ich habe gewusst, dass er das Ritterkreuz gekriegt hat. Und dann 44, als ich wieder rausgekommen, als ich Leutnant war, da bin ich meiner fünften Kompanie, also ehemalige ersten Kompanie, vorgestellt worden. Nicht? Und bei dieser Vorstellung ist zufällig auch der Gesell dabei gewesen. Nicht? Und der ist nachher, hat mir auch gratuliert und ich weiß aber nicht mehr von wem, bin ich eingewiesen worden. Und der Eidlert war in der Kompanie, nicht? Der Eidlert, das war also einer, den ich eigentlich schon per Du angeregt habe, obwohl er ja Pferdwebel war und ich war KB oder ROB Freiter, nicht? Ja. Und der war so, der ist auf Leute zugegangen, nicht? Ja. Und der hat gesagt, zu mir brauchst du nicht Pferdwebel sagen oder so ähnlich. Und da sind wir eben, dann bin ich vorgestellt worden und da war der Gesell dabei und dann hat es geheißen, also das Quartier suchen wir noch für Sie. Nicht? Und dann, ja, ich weiß nicht, der Müller, nein, der Müller war ja da schon tot. Ich weiß nicht, wer der Kompaniechef war damals. Oder hat es der Kompaniechef überhaupt gemacht oder hat es auch andere Offizier gemacht. Und da war eben der Gesell dabei und dann hat es geheißen, das Quartier suchen wir noch für Sie. Und dann ist der Gesell hergekommen, also Sie können ein paar Tage bei mir auch sein. Nicht? Der hat ein eigenes Quartier gehabt, der war aber nicht in derselben Kompanie, sondern in einer anderen Kompanie. Ja, die zweite. Ja, dann bin ich also bei meiner Kompanie gewesen und abends hat er mir beschrieben, wo er wohnt. Dann bin ich so hingegangen und habe ihn nochmal vorgestellt. Nicht? Also, sie haben ja Gott sei Dank aufgenommen, nicht? Sonst hätte ich ja gar nicht gewusst, wo ich schlafen soll. Und ja, dann war ich also in der Unterkunft vom Gesell und ich habe von dem Ritterkreuz gar noch wegschauen können. Nicht? So hat es mich imponiert. Nicht? Und immer wenn ich ihn angeschaut habe, habe ich mir wenig in den Daumen geschaut, also auf sein Ritterkreuz. Nicht? Na ja, dann sind wir abends schlafen gegangen. Dann hat er sein Ritterkreuz abgenommen und hat es auf so ein Tischerl oder Kasten oder was gelegt. Nicht? Und das war dann 3 Tage oder sowas, aber 2, 3 Tage habe ich bei ihm gelebt. Und dann habe ich ein eigenes Quartier gekriegt. Ja. Und das war mein Zusammentreffen mit Gesell. Herrlich, und er war ja, wie gesagt, in der Abteilung, aber in einer anderen Kompanie. Und wenn wir da so vorbeigegangen sind, dann haben wir uns so gegrüßt. Nicht? Und, aber näher zusammengekommen bin ich mich nicht mehr. Und in dem Quartier, da haben wir uns unterhalten über Familie und wo ich war und wo er war und so weiter. Nicht? Wenn man halt so redet und der Soldaten, nicht? Wenn man wieder zusammentrifft. Nicht? Er war recht lustig, gell? Ja, ja. Und der hat so, ja, wie soll ich sagen, den hast du immer zuhören können, weil er so nett erzählt hat. Nicht? Ja. Und er war immer nett und lustig und freundlich. Nicht? Also irgendwas, also sehr netten Menschen kennengelernt. Der war von Kiel, ne? Von ja, Kiel. Von Kiel. Ja. Das ist toll, toll. Ich habe einen Brief von seiner Mutter, Originalbrief. Aha. Da hat sie geschrieben, dass der Vater, sein Vater, ist an gebrochenen Herzen gestorben, ja, weil der einzige Sohn. Ja. Hat er mir erzählt. Ja, toll. Und da haben wir auch über, ich bin ja aus Penzberg, nicht? Ja. Da sind sie ja heute, wenn sie die Garmische Autobahn reingekommen sind sie ja vorbeigefahren, nicht? Ja. Also zuerst kommt also Sindelsdorf, dann kommt Penzberg, die Ausfahrt. Ja. Und dann geht es so also weiter nach Richtung München, nicht? Und da habe ich also erzählt, also ich wohne also sehr nahe am Gebirg, nicht? Weil von Penzberg aus sind es bis zur Benediktenwand, das ist der nächstgrößere Berg bei Benediktbeuern. Ja. Der ist also über 1800 Meter hoch, nicht? Und das ist sozusagen der Hausberg gewesen von Penzberg. Und wenn man also irgendwie ins Gebirg, wir haben also Verwandte gehabt in Weiden. Ja. Und die haben immer nicht gesagt, wir fahren in die Berge oder so, aber wir fahren ins Gebirg, haben die gesagt, die Oberpfälzer. Ja. Und die sind also massenweise gekommen, weil sie alle in einem, wie hat das damals geheißen, Reichsausbesserungswerk in Weiden war da. Ja. Und da sind die alle als Schlosser und als Kesselschmied und ich weiß nicht was sonst noch. Und die haben umsonst Fahrscheine gehabt. Nicht? Und da waren wir praktisch,
wo es also eigentlich noch gar keinen richtigen Fremdenverkehr gegeben haben, waren wir immer belegt. Nicht? Da hat die eine Familie angerufen und ich habe 6 Cousins und 4 Cousinen. Hm. Und die sind alle gekommen, zum Teil mit Eltern, nicht? Zum Teil waren sie alt wie nie, zum Teil waren sie ein bisschen jünger. Toll.